Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Wir haben ein neues Basislager entdeckt, und zwar die Krankenstation. Ich habe Lara auch mal wieder umgezogen hier. Wir gehören jetzt zum Club der anderen. Und da habe ich ihr dann nochmal das Jacob-Outfit, so nenne ich es jetzt mal, angezogen. Und dann gehe ich mal jetzt hier rein. Haus der Kranken. Optionales Herausforderungsgrab. Ja. Mal wieder ein toller Einblick hier. Und es erinnert mich, wie gesagt, super stark immer an die alten Lara-Spiele. Ich finde es total toll, dass sie das so aufgegriffen haben. Die Dinger sehen aus wie Plattformen, dachte ich jetzt gerade erst. Nein? Ja. Fähigkeitspunkt. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Sehr schön. Würde ich mir direkt in die Tasche packen, wird sie wohl wahrscheinlich auch tun. Von Kitesh. Oh, und diese Musik ist so toll. Was haben wir denn hier noch? Ein paar Pilze. Und? Was ist das? Was hat sie denn da gefunden? Keine Ahnung. Okay. Und da oben ist irgendwas. Einfach nur ein Nest. Boah, das ist sonst wo gelandet. Hm. Ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Mhm. Ich geh mal hier runter. Sammel das auch ein. Gewicht mit der Plattform verbinden. Ja. Kann ich das denn mal ranmachen? Was ist das da hinten? Ach so, das sind die Blumen. Da oben ist auch noch ein Vogelnest. Das lasse ich mal da oben. Boah, gibt es hier viele Vogelnester. Krass. Wenn man sich hier runterholen könnte, wenn man sie braucht. Das so einfach zu bewegen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Kann ich den Wagen rausholen? Nee, den kann ich aber... Doch, kann ich, aber nicht mit Pfeil und Bogen. Oder doch? Erstmal schiebe ich ihn raus. Wieso schiebt sie denn so langsam? Schieb schneller! Okay, lass mal los. Rollt das Ding von alleine zurück? Nein. Wahrscheinlich kann ich den auch einfach irgendwie ziehen. Hätte ich den einfach ziehen können? Weiß ich nicht. Das ist schon wieder so ein bisschen die Inception-Musik. Ein Sima. Nö, geht auch nicht besser als vorher. Okay. Gut, dann, da liegt noch was in der Ecke. Ha, hab's entdeckt. Sehr schön. Wir sammeln hier ordentlich. So viel wie geht. Die sind voll. Ich gehe nochmal hoch. Schau mal, was wir hier noch haben. Sich von der Seite erledigen kann. Okay, das Ding kann dann hochgeholt werden. Kann ich das hier runterziehen? Ja, ich sehe schon, es wird knifflig hier. Sehr knifflig. Muss das schon wieder erstmal kapieren, wieder, was ich hier machen soll. Ich habe den Wagen rausgeschoben. Überall kann ich ranschießen, aber irgendwie kann ich nichts verbinden. Das Ding könnte doch irgendwie hochkommen. Vielleicht kann ich da durchschießen, durch dieses Loch. Kann ich das... Nee, irgendwie nicht. Kann ich das verbinden? Ja, kann ich. So, jetzt ist das erstmal verbunden. Okay, das ist gut. So, wenn ich das jetzt so ziehe, was passiert dann? Ja, es ist schon mal miteinander verbunden. Und es läuft da oben hoch. Eieieiei.
oben kann ich lang. Und schnell rüberspringen. Aber nur, wenn das Ding hier wahrscheinlich auch oben ist. Das heißt, das Gewicht da oben muss runter. Und das... Kann ich das... Vielleicht verbinden? Zieh mal. Nee, mehr geht gar nicht. Das heißt, ich bin schon an der richtigen Stelle. Weil mehr nicht geht. Ich will das verbinden. Wo kann ich das ranbinden? Kannst du das hier irgendwo ranbinden? Nein. Aber du könntest von hier aus das Gewicht ranbinden. Aber ich kann da nicht durchschießen. Kannst du das nicht mal ein bisschen woanders hinschieben, das Ding? So ein bisschen nach links, weil hier der blöde Balken ist. Verstehe ich's nicht. Oh Mann, ey. Vielleicht muss aber, wenn das da hinten oben ist, an den Wagen ran. Und nicht an dieses Ding hier ran. Komme ich da oben eigentlich hin, an diesen Hebel? Oder komme ich da nur ran, wenn das Teil oben ist? Oh mein Gott. Es gibt gerade so viel zu bedenken hier. Und ich muss es erstmal kapieren. Kann ich hier auch irgendwo hochklettern? Kann ich hier irgendwo hoch? Bis auf da hinten, meine ich. Könntest du vielleicht auch mal was dazu sagen, Lara? Könntest du das Ding noch weiter rausschieben? Nein. Hier hoch? Nein. Okay. Dann kann sie da hinten noch rüber. Ich hoffe, da sollen wir nicht hin. Ja, aber was bringt mir das hier auch, ne? Wenn du hier ordentlich ziehst... Nee, das bringt gar nichts. Da ist natürlich auch noch ein Teil zum Ranschießen. Von da hinten kommt man runter. Oh, ich bin hier echt gerade ein bisschen überfragt. Lara, sag doch mal was. Das Einzige war hier. Muss ich dann doch hier noch was machen? Ich hab's doch schon miteinander jetzt verbunden. Was ja schon mal gut ist. Boah, ey. Ich hab irgendwie so gerade gar keinen Plan. Kannst du mal hier rumschwimmen? Findet man hier eigentlich auch Sachen unter Wasser? Das habe ich noch nie ausprobiert. Ist hier irgendwas in dem Tümpel? Bleib mal unten. Toll. Man kann ja hier lang schwimmen. Und ertrinken. Vielleicht. Oder hier hoch. Wo bin ich jetzt? Oh. Kleines Geheimversteck gefunden. Yay. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Ist hier in der Ecke was? Das ist so eine tolle Ecke. Eine Geheimversteckecke. Kann man die Mauer hier ein... Nein, aber im Boden ist noch was. Cool. Eifriger Lerner. Ja. Habe ich nochmal eben was entdeckt. Zwar nicht den, nicht das, was ich will, aber... Ja, dann schwimmen wir. Okay, cool. Braucht man nicht nochmal hier zurückkommen und suchen. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Seite gehe, dann komme ich hier gar nicht weiter, oder? Oder kann ich hier irgendwo was machen? Nicht, dass ich hier ewig suche und nichts machen kann. Ich will das ja schon schaffen, ne? Ist ja nicht so, als ob ich das nicht schaffen will. So, ich... Das gibt's ja wohl jetzt nicht. Dass ich zu blöd bin. Wenn man erstmal weiß, wie es geht, ne?
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich wo hochklettern soll, ob ich ein Seil durchschneiden soll. Wenn ich jetzt aber das Seil da vorne durchschneide, das wäre ja auch blöd. Oder? Außerdem komme ich da eh nicht ran. Von daher ist es so miteinander verbunden. Ich denke schon, dass es... Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich hoffe, dass es richtig ist. Denn sonst zieht man das Gewicht hoch, aber dann kommt die Plattform von alleine ja nicht hoch, ne? Also habe ich hier doch meinen Job gerade schon gemacht. Oder wie, oder was? Ha? So. Das hier ist für mich halt so ein Konstrukt, das ich gerne auch nochmal mit einer verbinden würde, wenn es ginge. Aber ich glaube, ich kann nicht. Ich kann es ranschießen, aber sie kann es nirgendwo ranbinden. Und das kloppt dann wieder die Tür frei. Es sieht nämlich schon wieder aus wie so eine Tür, die man aufbrechen könnte. Der Wagen ist auf jeden Fall zu irgendwas Nutze, kann aber nicht von der Seite ranschießen, oder? Nein. Ist noch was in der Nähe, wo ich das ranschießen könnte? Irgendwas, womit ich das verbinden könnte? Denn so... Es geht ja so nicht. Das Ding ist hier im Weg. Versuch den Wagen jetzt nochmal, diesen Karren hier, anderweitig zu verschieben. Aber es geht irgendwie nur in die Richtung. Es geht nur in die Richtung. Ich kann den nicht irgendwie weiter nach rechts schieben. Dann könnte ich ihn ja weiter rausholen. Geht aber nicht. Da ist nämlich der Balken. Und der muss mega schwer sein, wenn sie so langsam den schiebt. Was ich auch gut finde, denn in den alten Spielen war es immer übertrieben einfach für Lara irgendwie, solche Dinge zu erledigen. Und das ist so schon viel realistischer. Was ich blöd finde, ist, dass sie auch die ganze Zeit nichts sagt. Ich muss mich mal hier anders hinsetzen. Kann ich da ranschießen? Ja, kann ich. Okay, ich kann da ranschießen. Oh, ich hab was... Ah, oh, ah. Das ist perfekt erhalten. Okay, toll. Ich habe einen Hebel entdeckt. Jetzt geht das Ding wieder runter und ich habe mich hochfrachten lassen. Das ist gut. Schön, ich bin einen Schritt weiter. Endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Das bringt ja nichts. Das ziehen, das schafft sie eh von alleine nicht. Das heißt, ich muss wieder irgendwo anders ranschießen können. Zum Beispiel da hinten hin. Hab ein Vogelnest runtergeschossen. Klasse. Ganz klasse. Okay. Jetzt bin ich hier oben. Was kann ich jetzt hier machen? Von da kam ich ja eh rüber. Ich bin ja jetzt hier schon an einem guten Ort, weil ich jetzt auf der anderen Seite bin. Vielleicht kann ich aber irgendwas hier rüberholen. Nein, ich kann da bestimmt noch. Kann ich da noch was? Nee, da liegt was. Da liegt mein Kran, den ich will. Anscheinend. Nee. Leute, was wollt ihr? Vogelneste runterschmeißen. So. Ist auch meins. Irgendwo da unten im Sumpf gelandet. Da kann ich nicht hinspringen. Das bringt doch nichts. Da ist mein Vogelnest. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Die Plattform, dann geht die nach oben. Dann kann ich da rüber. Da komme ich aber her. Da komme ich doch sowieso lang. Das hier ist doch die Besonderheit, dass ich hier jetzt bin. Ich weiß, ich rede gerade so ein bisschen irgendwie mir allein und man kann hier echt viele Vögel abschießen. Für den Fall, dass es irgendwie so eine Option dafür gibt.
Die fliegen auch immer dieselbe Schneise. Eigentlich sollte man das gut schaffen. Aber viel wichtiger ist, was mache ich denn jetzt hier? Mein Gott. Mir ist so echt danach, einen Cut zu machen. Aber ich will die ganze Zeit mich dafür drücken, weil ich so denke, jetzt habe ich gerade wieder einen Schritt geschafft, aber... Ja, das tat bestimmt weh. Das war nicht so schlau. Lass mich nochmal hochfrachten. Mach das mal nochmal hier. Deinem tollen Trick. Ich könnte ja auch was hier rauspacken, aber... Wenn ich was hier hochbringen würde, aber den Karren hochpacken, ist ja auch Quatschi. Matschi. Was passiert denn noch in dem Augenblick? Da ist das Wasser dann. Das ist der Hebel. Kann ich den so ein bisschen um die Ecke hier anvisieren? Nein. Ja. Da bin ich überfragt. Ich bin überfragt. Ich möchte diese Plattform nach oben bringen. Geht diese Plattform zufälligerweise denn auch nach oben in dem Moment, wo das da ist? Vielleicht bin ich ja noch nicht schnell genug. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Oder schaffe ich das von der Ecke hier? Hallo? Da ist doch der Hebel. Oh, kann ich das nur von der Seite machen oder was? Ja, brech dir noch das Genick, weißt du? Ich kann das anscheinend nur von der Seite. So, schnell nach oben. Ach, die hinten geht auch rum. Ah! Okay, ich hab's. Schnell, 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 schnell. Dann bin ich da oben und komme darüber gesprungen. Alles klar. Alles klar. Und wie schnell muss ich dafür bitte sein? Mega, mega schnell. Aber wenigstens habe ich jetzt einen Plan. So. Außerdem braucht man ja quasi exakte Sprünge, damit sie bloß sich nicht daran festhält. Oh mein Gott. Das war schon mal nix. Wozu ist dann aber der dusselige Karren? Damit ich mich dann später von da hinten runterseilen kann einfach nur, oder was? Oder was? Da muss es doch noch eine andere Option geben. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell schaffen kann. Kann man das so schnell schaffen? Schnell. Guck mal, das war schon total doof. Nee. Nee. Da ist schon eine bessere Möglichkeit, gar nicht hier hinzuspringen zu wollen, sondern wir gehen hier runter und befestigen dann das Dingensbummens an den Wagen. Das ist mein Plan jetzt. Komm. Schnell. So. Guckst du? Guckst du? Schnell. Ja, das klappt voll nicht. Und vor allem steht der Wagen scheiße. Weil wenn du hier bist, geht das nicht. Ey. Der muss einfach noch weiter raus, der doofe Wagen. Kann das Brett hier nicht mal weg? Wenn das Brett nicht wäre. Ja, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und genau da ist das davor. Muss ich ja vorlaufen. Ich hab doch keine Ahnung. Das Mano. Voll der Part. Ich hasse die doofen Gräber. Ich will doch keine Grabräuberin sein. Seil das doch mal daran. An das Ding. Wenn ich hier stehe, dann kriege ich den nicht. Das muss man ja exakt in dem Augenblick dann machen. Und wahrscheinlich ist das genau die Schwierigkeit, ihr Schweine. Ihr Schweine, ihr macht das viel zu schwer.
Das sind ein paar Millisekunden jetzt. Zack, zack, zack. Watch out, push. Ja. Ja. Oder in dem Moment, wo es runterkommt, noch besser. Noch besser. Nicht nur, wenn es hochkommt, sondern in dem Moment, wo das Teil runterkommt. Ihr wisst aber schon, was ich hier mache, oder? Oder versteht ihr meine Gedankengänge gar nicht? Doch, ihr versteht das. Ich muss mich jetzt hier hinstellen und genau in dem Augenblick... Aber ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Aber es ist irgendwie nicht richtig, ne? Irgendwas mache ich falsch. Aber wozu soll der Wagen denn sonst da sein, oder? Wäre was hier oben, wo man es ranbinden könnte, wäre es machbar, aber so... So nicht. Ja. Da tut man sich schon mal weh. Es ist miteinander verbunden, das war schon richtig. Ach, mal im Vogelnest. Sollte ich vielleicht auch nochmal mitnehmen. Ich Eierdiebin. Ach ja. Lara Croft ist eine Niete geworden. Sie schafft es einfach nicht mehr. Dinge sind einfach nicht mehr so einfach. Wie früher wollte ich gerade sagen, aber es ist ja erst der Anfang. Und deswegen ist sie einfach noch nicht schlau genug. Weißt du? Das eignet sie sich ja erstmal alles an. Und da muss man dann auch mal ein bisschen ein paar Fehlschläge haben. Deswegen, ja, ne? Deswegen. Während das runterfällt oder während das hochgeht, das kann doch gar nicht sein. Ich will diesen Wagen anders haben. Ich finde das scheiße. Ich finde den Wagen blöd. Ja? Und damit beende ich dann das tolle optionale Grab und werde es auf jeden Fall im nächsten Part schaffen. Ja, das nehme ich mir jetzt als Ziel vor, damit Lara auch spätere zukünftige Gräber ordentlich ausrauben kann. Und ich habe in diesem Part jetzt genug Blödsinn geredet, denke ich, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!